Moin Leute, Venom Amsterdam back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir haben Donnerstag, ihr wisst was das heißt, brandneue Eventwoche. Alle Infos zum neuen wöchentlichen Update bekommst du hier kurz und knapp zusammengefasst. Lass ein Like da, lass ein Abo da, mach die Glocke an, wenn es dir gefällt und ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go rein in die Eventwoche. Freunde, bevor wir jetzt mit dem Video reinstarten, will ich euch ganz kurz meinen neuen Partner vorstellen und zwar Instant Gaming, denn dort kann man so den ein oder anderen Schnapper machen. Es gibt dort nämlich Guthabenkarten, wie zum Beispiel PSN-Karten um einiges billiger wie normalerweise und dasselbe gilt auch für fast alle Spiele. Also falls du mal ein neues Game suchst oder eben eine PSN-Karte oder ähnliches, kannst du es dir dort einfach um einiges günstiger holen. Zusammenfassend eine richtig nice Seite für uns Gamer. Ich habe dir mal einen Affiliate-Link unter die Videobeschreibung eben gepackt. Und zum Start gibt es auch ein Gewinnspiel für euch, bei dem ihr irgendein Produkt eurer Wahl im Wert von 50 Euro von der Seite eben gewinnen könnt. Das Gewinnspiel ist ebenso verlinkt. Einfach auf den Link gehen und dann könnt ihr euch dort für das Gewinnspiel registrieren. Gerne mal abchecken, falls ihr Bock habt. Wie immer geht's los mit dem neuen kostenlosen Casino-Auto. Das ist jetzt ab sofort der Winstore Drop. Den könnt ihr von heute bis nächsten Donnerstag gratis für 0 Dollar im Casino bekommen. Dafür einfach am Glücksrad drehen. Mit bisschen Glück habt ihr den auf jeden Fall. Wir machen weiter mit den Rabatten. Wir starten rein mit saftigen 40% Rabatt auf den bewaffneten Tampa. Dann haben wir 40% Rabatt auf den BF Dune Fev und auch 40% Rabatt auf den Pegassi Torero. Ebenso 40% haben wir auf den Anti-Aircraft-Anhänger. Dann geht es weiter mit 30% Rabatt auf dem Pfister Comet S2. Dann haben wir auch 30% Rabatt auf den Bravado Greenwood und auch 30% Rabatt auf den Grotti Cheetah Classic. Wir kommen direkt zu den Immobilien und da kann ich endlich wieder sagen, ja Leute, wir haben ein Unternehmen oder eben eine Immobilie im Angebot und zwar 30% auf alle Bunker in GTA Online in dieser Woche und auch auf die Bunker-Upgrades und die Bunker Modifizierungen. Heißt, falls du noch keinen Bunker besitzt, dann würde ich dir empfehlen, jetzt in dieser Woche auf jeden Fall zuzuschlagen. Du sparst dir, wie gesagt, 30%. Somit gehen wir direkt rüber zu den Geldmethoden. Wir starten rein mit 4-fach Geld und 4-fach RP auf die Geralds Kontaktmission. Dann haben wir mal 3 auf den Forschungsprozess im Bunker. Wir haben doppelt Geld auf die neuen Transformationsrennen, die jetzt seit heute im Spiel sind. Ich glaube 6 oder 7 Stück, die müssten jetzt neu sein. Dann haben wir ebenso doppelt Geld und Doppel-RP auf die Bunker-Verkaufsmissionen. Dann gibt es ebenso Doppel-Geld und Doppel-RP auf die Bunker-Research-Missionen, also auf die Bunker-Forschungsmissionen und auch auf den Bunker-Ammunition-Auftrag. Leute, mir ist gerade eben noch ein kurzer Fehler aufgefallen, den ich gemacht habe, und zwar haben wir nicht 4-fach Geld auf die Geralds-Kontaktmissionen, sondern nur 4-fach RP und dafür nur Doppel-Geld. Tut mir leid, Leute, ich habe es gerade eben erst gelesen. Machen wir weiter mit der wöchentlichen Herausforderung. Wir bekommen von Rockstar Games 100.000 Dollar geschenkt, wenn wir in dieser Woche 3 Bunker-Forschungsmissionen abgeschlossen haben. Dann schauen wir nochmal auf den Schrotthandel. Da gibt es natürlich auch wieder neue Fahrzeuge zum Klauen und zwar einmal den Albany Bryham, einmal den Karin Hotring Everon und einmal den Lampadari Tigon. Diese 3 Fahrzeuge können wir durch die Mission oder durch die Mini-Heists im Schrotthandel diese Woche stehlen. Ein zweites kostenloses Auto gibt es natürlich auch wieder und zwar das gratis Preisfahrzeug im LSK mit. Das ist jetzt der BF Club und dafür müssen wir an 3 Tagen hintereinander Top 4 werden bei irgendeinem Rennen der LSK mit Rennserie. Alle Testfahrzeuge und die Autos aus den Autohäusern kannst du gerade links oben wie immer eingeblendet sehen und das soll es mit der Eventwoche schon gewesen sein und ich finde sie eigentlich ganz nice. Wir haben endlich mal wieder ein Unternehmen im Angebot und vor allem auch doppelt oder eben dreifach Geld bei einem Unternehmen, in dem Fall eben beim Bunker. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Woche. Ansonsten, die Rabatte sind in Ordnung, neuer Content, also neue Rennen gibt es auch, von daher kann man sich da nicht so arg drüber beschweren. Ich würde jetzt mal solide 7 von 10 Punkten geben. Schreib deine Meinung gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst und das soll es gewesen sein. Lass ein Like da, lass ein Abo da. Ich wünsche dir viel Spaß in der Eventwoche. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.